Sand. Sand. Zack. Ha! Da kam gerade noch das Entdeckt-Icon. Entdeckt am Arsch, mein Freund. Das Problem ist einfach der Typ, der an der Säule steht. Das ist ein Riesenproblem, weil der sieht alles, was wir mit dem Typen hier machen. Leute, alles. Gott, noch eins. Wir sind dann jetzt wieder, ne, beim Status Quo. Wir sind wieder am Anfang. Alles auf Anfang. Oh Gott. Auch das, glaube ich, ist nicht so prickelnd. Ich will nicht kämpfen, das ist die Sache. Ich will zum Verrecken einfach nicht kämpfen. Also jedenfalls nicht so mega offen. Und wenn, dann nur maximal gegen einen. Und selbst einer ist schon echt hart. Scheiß Wurfmesser bräuchte ich. Ein scheiß Wurfmesser. Und was noch geiler wäre, wäre, wenn wir... Was noch geiler wäre, wäre, wenn... Ja, doch, okay. Wäre, wenn wir die Typen irgendwie über die Balustrade zerren könnten. Weil ich sehe ja gerade wieder diese drei Kreuze, die da sind. Und wenn ich da hochkletter und dann mich an dem Ausleger da, wo diese Feuerschale dran hängt, hochziehe und dann warte, bis der Kollege da nämlich am Geländer steht, das wäre natürlich geil, wenn ich den dann rüberzerren könnte. Aber ich glaube nicht, dass das so gut funktioniert. Even here, there's no way to see beyond the walls. It's over. Ow! Good. Ach nein! So viel zum Thema Trial and Error. Fuck me running. Scheiße, noch eins. Okay, wo sind... Ach ja, genau. Quick Save hier in dem Bunker. Aber ich glaube, die Idee war schon gar nicht so scheiße, wenn wir uns nicht hätten erwischen lassen. Ich glaube fast, damit kann man arbeiten mit dem Gedanken. Was mir das im Endeffekt bringt. Hey Leute, kein Plan, ja? So. So. Ich glaube, das macht auch überhaupt gar keinen Sinn, die beiden hier umzubringen. Wenn ich mir jetzt mal so den weiteren Verlauf angucke. Also wirklich rein gar nicht. Aber wir machen das ja nicht... Doch eigentlich machen wir es, weil wir gerne töten. No. Even here, there's no way to see beyond the walls. Schneller. Okay. Ja. It's over for him. A monster. Fuck. Ja, okay, egal. Einen Heiltrank haben wir noch. Gib ihm. Quicksaven können wir immer und überall. So, jetzt sind wir auf jeden Fall über den beiden Idioten da hinten. Also noch nicht so 100 pro, aber fast. Dann gucke ich mal, wie das... Oh, ich glaube, ich laufe voll im Kreis gerade. Ja, klar, hier waren wir ja schon. Da muss ein anderer Weg sein. Da muss wirklich irgendwie ein anderer Weg sein. Weil was bringt mir das alles? Natürlich erstmal hier auch. Da hinten ist noch so eine Münze, sehe ich gerade. Ich glaube, das bringt gar nichts, wenn ich die ausmache, die Fackel. Aber jetzt. Die Sache ist auch die, wenn ich jetzt natürlich hier wieder runterspringe, dann schreit er wieder, da ist was. Und dann habe ich auch wieder die Arschkarte. Aber ich möchte natürlich auch zum Verrecken nochmal zu diesem blöden. Ja, genau, schmeiß alles um. Hier, komm, hier kommt nochmal ein Bierkrug. Juckt euch ja nicht.
Ich möchte aber zum Verrecken nochmal auch unheimlich gerne dieses Artefakt haben. Eigentlich geht es mir gerade mehr um das Artefakt als um das eigentliche Hauptziel, weil ich glaube, das Hauptziel kriegen wir auch so irgendwie geschafft. Das Artefakt ist das, was mir gerade so irgendwie in den Fingern juckt. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen nachvollziehen, dass ich das Spiel halt gerne mit diesen Artefakten dann auch durchspielen würde. So. Hier waren wir, glaube ich, auch schon, ne? Ja, hier waren wir auch schon mal. Ich weiß nicht, ob ich... Okay, das geht. Da stehen die zwei, bei dem der alles sieht. Da ist der Brunnen wieder. Da oben mit dem kann ich mich mal anfreunden, glaube ich. Nein. Oh, shit. Super. Frage. Ich bin, glaube ich, zu langsam. Sehen die mich jetzt echt nicht mehr? Sorry, dass es gerade so ruhig war. Scheiße. Das hätte mir eigentlich klar sein müssen. Egal. Fuck. Jetzt sind wir, glaube ich, wieder. Oh nein, sind wir jetzt wieder unten in dem Bunker? Boah. Nee. www.dinge, die man besser nicht let's playen sollte, wenn man es nicht drauf hat, .de. Das ist meine neue Homepage. Könnt ihr alle meine Fails einsehen. Boah, lecko funny, ey. Und wenn man überlegt, dass das Spiel noch wesentlich schwerer eingestellt werden kann. Bruh. Nee, du. Das ist halt so schon echt knackig. Also jeder, der es mir nicht glaubt, holt es euch und versucht es. Es ist echt knackig. Oder ich übersehe halt richtig, richtig viele kleine Sachen. Ich könnte die Goldharz-Vision nochmal anschalten, aber das bringt nicht so viel gerade. Wir müssen da runter. Da führt echt kein Weg dran vorbei. Wir müssen da runter. Die hören uns ja im Endeffekt eh nicht. Das ist ja das Gute. Beziehungsweise die hören uns schon, aber die kommen nicht. Halt dich fest. Okay. Oh, das war gut. Das war schon mal echt... Boah, das war... Ja, ich könnte glatt nochmal quicksaven. Dann mache ich auch. Quicksave! So... So, Freunde, hier waren wir auch schon. Ja, da habt ihr recht. Quicksave. Boah, wenn ich diese Möglichkeit habe, ne? Porno, mache ich. Könnte ich Dauer drücken. Haben die mich jetzt vorhin gesehen? Nee, ich glaube nicht, oder? Die waren es nicht. So. Den Kollegen schnapp ich mir jetzt mal. Den legen wir wieder dahin, wo wir den vorhin auch hingelegt haben. Oh, mein Timer ist gerade ausgegangen. Entschuldigung. Ich muss mal eben... Muss ich mal so woanders hingreifen. So. Ja, irgendwie wird... Moment. Ich habe da gerade kurze technische Schwierigkeiten. Jetzt bin ich auch noch ans Mikrofon gestoßen. Die kann ich nur. So. Weiter geht's. Da steht auch einer. Ich mache jetzt hier aber erstmal das Leuchtlein aus. Und der guckt mich nämlich, meine ich, auch genau an. Quicksave. Ich könnte gegen den kämpfen. Ich könnte es aber auch echt sein lassen. Und gucken, dass ich da unten in den Schrank reinkomme. Genau. Egal. Gut. Eigentlich gar nicht so scheiße. Ich dachte erst scheiße, aber doch... War doch gar nicht so scheiße. Okay.
abwarten. Jetzt erstmal abwarten und Tee trinken, den Laufweg sich in Ruhe angucken. So, der läuft hier lang. Es gibt halt nur ein ganz kurzes Zeitfenster, wo wir den anderen um die Ecke bringen können. Und das ist, wenn der da hinten Richtung Truhe guckt. Jetzt. Dauert, glaube ich, fast zu lang. Schnell, pack ihn hier. Scheiße. Shit. Damn it. He got done in. Das Parieren ist auch so unglaublich schwierig, ne? Wirklich diesen Punkt zu treffen, an dem der auch dann wirklich pariert, der ist so klein. Das ist mehr Glück als Verstand, wenn man da wirklich richtig gut parieren kann. Wo waren wir denn? Ach, hier waren wir, genau. Wir machen das nochmal genauso, weil ich glaube, das könnte fast der Weg sein. Ich habe nur irgendwie was ziemlich Dummes gemacht, glaube ich. Versteck einen Meter. Ach, guck mal. Ach, guck mal, wie fein. Ach, guck mal, die Brechstange. I like. Ozcan spoke to me that he must have hiding places which must be here somewhere. I'll take it and get out of here. Warum steht der jetzt da? Goldharztränke sind voll. Unsichtbarkeit. Mit Goldharz in den Adern kannst du dich für eine begrenzte Zeit unsichtbar machen, um unbemerkt am Gegner vorbeizukommen. Du kannst dich auch leichter aus dem Staub machen, wenn du entdeckt wurdest. Eigentlich gar keine schlechte Sache. Ich würde aber viel lieber den Typen hier abmurcheln. Wie ist das denn? Oh, das war wirklich nicht lange. Wie viel Goldharz verbraucht es? Es hat jetzt die Hälfte Goldharz verbraucht. Ich kippe ihn mal eben ein. Quick save! Ganz wichtig. Oh, okay. Ich verstehe, warum das gekommen ist. Das sind zwei. Da kommen wir so auch nicht vorbei. Machen wir uns jetzt mal unsichtbar. Hören die mich? Hier ist niemand. Okay. Das hat Gott sei Dank geklappt. Ja, genau, du hast geträumt. Das hat Gott sei Dank geklappt. Das hätte aber auch voll in die Hose gehen können. Oh, scheiße, der kommt hoch. Jetzt muss ich natürlich gucken. Nein, mach doch das Ding nicht an, du Arschloch. So eine Arschgeige, ey. Was macht ihr denn? Das hindert mich trotzdem an meinem schönen Plan, diese blöde Münze da mitzunehmen. Fuck. Na komm. Quick save. Gucken jetzt erstmal weiter. Weil ich kann jetzt ja auch nicht ewig hier nur irgendwelchen Schwachsinn machen. Das wird euch ja auf Dauer bestimmt auch echt langweilen. Was viel wichtiger ist eigentlich, wäre, da steht einer, da patrouilliert einer, wäre im Endeffekt in diesen blöden Brunnen reinzukommen, um das Artefakt mitzunehmen. Das ist eigentlich das, was ich machen möchte. Ja, Wachablösung. Tolle Idee. Wäre eigentlich perfekt für mich. Ich könnte natürlich quicksaven. Und dann könnte ich in den Brunnen unsichtbar reinjumpen. Das wäre eine Möglichkeit, um einfach mal zu gucken, ob das funktioniert. Nur ich glaube, beim Rauskommen könnte ich dann ein Problem haben. Tief. Zu tief. Shoot. Shoot, shoot, shoot. Again. And again. And again. Und immer wieder. Das ist dieser Ansporn, halt immer alles, alles erledigen zu wollen. Das muss der Brunnen sein, oder? Warte, wir machen nochmal das Ding auf. Oh, scheiße. Maus gerade ein bisschen schnell eingestellt.
So, wir müssen irgendwie dahin. Finde den Weg zum Versteck. Ja, ich sollte das Artefakt stehlen. Genau das ist es nämlich. Das muss das Ding sein. Ja, wenn nicht das, wann... Wenn nicht jetzt, wann... Wenn nicht der, welcher Brunnen sonst? Komm. Let's try. Nein. No one. I must have been mistaken. Yeah. I must have been mistaken. Yeah. I think I saw something move. Nope. Yeah. Let's go. Run forward. Ah, gut. Glück gehabt. Ja, nee, kann nicht sein. Also ich... Ja, genau, richtig. Das dachte ich mir. So, jetzt... Da haben wir es. Da haben wir das Artefakt. Woo! Auto speichern und Nebenziel abgeschlossen. Goldharztrank. Könnte ich mir natürlich jetzt kippen. Kann ich aber auch sein lassen. Weil ich glaube, wir sind nämlich jetzt in der Kanalisation, wo wir eigentlich hin wollten. Wir drücken jetzt auf jeden Fall erstmal Artefakt. Hallo? Artefakt. Great. Hat nichts gebracht. Irgendwie. Es hat sich nichts verändert. Oh nein, muss ich da echt hoch wieder? Ich dachte, ich komme durch die Kanalisation raus. Ah, shit. Komme ich hier nicht raus? Wollt ihr mich verkackeiern? Ah, hier. Ich dachte schon. Das hätte mich jetzt arg gewundert und arg gestört, um ehrlich zu sein. Nur, ich frage mich jetzt, habe ich irgendwie was Großartiges verpasst? Oder war das Teil der ganzen Maschinerie? Hui, guck mal. Und das sieht sehr sicher, oder? Sieht das sicher aus? Ich weiß es gerade nicht. Also mit den Zeichnungen an der Wand und den Blutspuren und den Gedärmen, die da in den Gläsern eingelegt sind, würde ich eher sagen, nein. Aber ich denke, das ist eins unserer weiteren Verstecke, oder? Was haben wir denn hier Schönes? Das Augäpfel? Ne, sind keine Augäpfel. Ne, das ist irgendwas anderes Ekliges. Ein paar blutige Verbände, ein bisschen Gezuppel da irgendwie im Glas. Sind das Köpfe? Ja, könnten fast Köpfe sein. Ja, schön. Schön hier. Ja. Schmeiß doch noch mehr um. So, jetzt haben wir 10 von diesen Münzen. Eine haben wir definitiv nicht mitgenommen. Also jetzt, bei einer bin ich mir natürlich jetzt hundertprozentig sicher. Quick Save. Wir haben einen Lebenstrank und nur noch 2 Sand. Also Rosi sieht anders aus. Und da oben geht es raus. Das sind 2... 2 ist scheiße. 2 ist sehr scheiße, vor allem wenn die sich nicht wegbewegen. Aber da komme ich die Treppe hoch. Understood. Nö, hier ist nix. Hier ist nix. Nö. Nö. Geht mal wieder. Geht mal. Oh, scheiße, weil die kommen auch gleich wieder runter. Die laufen zum Glück neben einem anderen. Wow. So, einen haben wir. Nein! Einen hatten wir. Einen hatten wir und die anderen hätten das auch gar nicht mitbekommen. God damn it! Es ist echt hart, Leute. Oh ja. Okay. Wir müssen auf jeden Fall hier hoch. Wir könnten natürlich mit dem... Wir könnten mal versuchen... Wie viel Goldharz haben wir denn? Ne, wir haben auch... Ah, ich würde jetzt fast einen Klon erschaffen. Um die Jungs ein bisschen abzulenken. Komm. Quick save. Und wir versuchen das mal. Ah, da kotzt er da seinen eigenen Klon aus. Hi, Jungs! Na?
monster. Na, wie geht's? Na? Na? Hat halt nichts gebracht. Okay, wir kotzen nochmal einen Klon. Hallo.